Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen zu Spotlight VR. Heute schauen wir uns Hinge VR an, ein Psycho-Horror-Adventure. Wir befinden uns auf einem Hochhaus, beraubt von unserer Wahrnehmung und Erinnerungen. Und der einzige Weg nach draußen ist durchs Unbekannte. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr seid dabei. Nach der Metro ist los. Bis gleich. Willkommen zurück. Hinge VR. Sieht auf den ersten Blick echt gut aus. Oh geil, ich kann meine Ohren zuhalten. Das merke ich gerade. Das ist ein geiles Feature. Schon ein Pluspunkt mehr. Mega gut. Okay, wir haben das vor uns. Ein riesengroßes Hochhaus, aber es sieht echt richtig groß aus. Also ich bin echt erstaunt, jetzt schon von dem Menü, vom Hauptmenü. Nice. Also, Einstellungen sind getätigt. A45 gecapped, wie immer. Muss ich ja. Damit ich das Maximum in der Grafik genießen kann, ohne irgendwie jetzt groß dieses Gestotteren ertragen zu müssen. Andere kommen drauf klar, ich nicht. Okay, neues Spiel. I'm not your regular uniform guy. There are no closed doors for me. When one closes a door, it means that this person has something to fear or something to hide. Typically, the former fears the latter, and the latter fears that hidden behind their closed door. It's a vicious circle, and in order to break it, one needs only to enter the right door. And that, my dear, is what I do. Whoa. Okay. Es fing ja schon echt spooky an. Wir haben eine Uhrzeit. Ich kann mir die Ohren halten. Das finde ich so nice. Das habe ich jetzt bisher in noch keinem VR-Spiel erleben können. Ohren zu halten. Das heißt, es könnte laut werden, es könnte erschreckend werden. Und wenn ich Angst habe, dann mache ich mir die Ohren zu. Easy. Die Grafik ist auch top, muss man schon sagen. Läuft super. Drücke die Klinke, um die Tür zu öffnen. Oh, ich kann nicht seitlich laufen. Das ist merkwürdig. Habe ich eine Einstellung, um danach zu gucken? Warum ich nicht seitlich laufen kann? Seitlich bewegen. Oh, ist auf Null gestellt. Okay. My bad. Ja, okay. Never mind. Warum man das deaktivieren kann, hinterfragen wir das nicht. Drücke, um die Klinke, um die Tür zu öffnen, machen wir. Aha. Unscharfe Bilder leider. Ein never-ending Deckel. Also es ist ein Psycho-Horror-Adventure, habe ich ja gesagt. Bin mal gespannt, was dann kommt. Müssen wir jetzt... Wie kommen wir da rüber? Okay. Und folgen wir dem Dude. Drücke die rechten Stick, zur Hocke zu gehen. Ach, drücken. Rechts ist auf dann. Ich um meine Links-Rechts-Schwäche. Drücken Sie auf den linken Stick, um schneller zu werden. Okay, rennen können wir. Oh, oh Gott! Erschreckt mich jetzt schon. Mein Gott! Nee, du kannst mir gar nichts. Den kennt man doch. Fallout 4. Das ist doch der von Fallout 4. 100 Pro. Ein bisschen laggy ist es schon, aber das ist noch machbar, denke ich. Holy moly, brennst du! Barbecue Time! Okay, muss ich jetzt... Oh, die Wand ist weg! Wer hätte das gedacht?
Oh! Hat es? Okay. Where am I? Ja, das frage ich mich auch. Oh God, I can't remember anything. I need to collect my thoughts. Okay, Erinnerungen sammeln. Erstmal Hammer holen. Notepad enthält eine Liste aktueller Aufgaben und nützliche Notizen. Blättern Sie durch die Seiten, um sich vertraut zu machen mit neuen Informationen. Gut, aber der Hut ist mir viel wichtiger. Erstmal brauchen wir einen Hut. Wow. This is all nice. You piece of shit. Don't forget the hat. What the hell was that? Geil. So werden also Geschichten erzählt. Eine Flasche Jackie. Kann man die kaputt machen? Aber gute Reflexionen. Können wir hier durch schon? Ja. Eine Badewanne. Wir müssen alles ausprobieren. Hey, beruhig dich, Kiste. Jetzt blödes Ding. Also ich denke mal, da kommt nichts raus. Aber man kann es drehen. Das ist schon mal gut. Wir haben hier eine Toilette. Ohne. Ah, hier. Sollen wir den Motor starten oder was? Ne, ich glaube, wir haben einfach kein Wasser. Duschzeug geht natürlich auch nicht. Okay. Ja gut, dann fällt halt Duschen aus. Aber immerhin können wir das Licht an- und ausmachen. Nice. Einige Sachen, die du findest, tragen Abdrücke deiner Erinnerungen. Okay. Mhm. Tür ist zu. Exit, ja. Okay, dann nehmen wir mal kurz das Notizbuch. Mhm. Eine Zigarette rauchen. Die Erinnerung finden. Okay. Muss ich das mitnehmen, oder? Nö. Scheinbar nicht. Schlafzimmer. Können wir Schränke öffnen? Wir können umräumen. Wir können hier aufräumen. Das ist gut für meinen Ordnungszwang. So ein bisschen. Okay, das wird einfach so auf meinen Bauch gelegt. Okay. Spooky. Cigarette müssen wir suchen. Aber können wir Schränke öffnen? Oder ist es doch, wir können. Also ist es auch eine Suchsache? Oh. Ist Dreck oder ist es, was soll das sein? Ist es Rückstände aus einem wunderschönen, von einem wunderschönen Kleid? Zigaretten? Fast bis zu 10 Zigaretten. Ah, Zigaretten-Etui. Aha, mehr Zigaretten findest du in anderen Zimmern. Okay. Familiar case in my hand. Habitual. Ah, damn, it's empty. Ja, okay. Es wird also dort gelagert. Da haben wir eine Zigarette. That's one problem less. Okay. Feuer. Ich brauch Feuer. Können wir das dann nicht machen? Oh, man kann Sachen drauf balancieren. Aber es heißt doch, es fast bis zu. Aha, okay. Okay. Triggern. Aber das heißt, brauche ich vielleicht doch kein Feuerzeug? Sondern muss nur. Nö. Gut, dass es auf jeden Fall automatisch dann wieder dorthin poppt zu seinem Platz. Hat man echt ein Problem, ständig dann rumzusuchen. Finde ein Feuerzeug, um deine Zigarette anzuzünden. Da. Yeah, it's almost out of fuel. Damn it, I'll have to use it sparingly. That's better. Okay, let's see what can be done. To work. Also als erstes, ja, ich habe die Zigarette gerade falsch rum angemacht.
Ich rauche ab und zu eine. Ich weiß, wie man raucht. Das ist halt einfach... egal. Sind wir hier? Jetzt wieder in irgendeiner Erinnerung. Dies ist ein Arbeitszimmer für deinen Verstand. Es ist eine sichere Zuflucht. Du kannst hierher durch das Rauchen von Zigaretten kommen. Die Zeit vergeht nicht, während du hier bleibst. An diesem Ort hast du einen Zugriff auf alle wichtigen Dokumente und Informationen, die du gefunden hast. Lösche deine Zigarette, um in die reale Welt zurückzukommen, zurückzukehren. Okay, also ein Gedankenkonstrukt. Sehr cool. Also das heißt, wir können echt viel Informationen sammeln. Beziehungsweise es wird viele Informationen geben. Das Spiel verwendet ein automatisches Speichersystem. Das Speichern erfolgt, wenn sie zum Hauptmenü gehen. Sterben, zum Gedankenkabinett gehen oder das Spiel ausschalten. Das Spiel speichert gefundene Gegenstände und gelöste Rätsel, aber nicht ihren Standort. Sie verlassen das Spiel und beginnen in ihrem Zimmer. Das Spiel verwendet Elemente der prozeduralen Generierung. Geil. Die Position einer Objekte sowie die Anwesenheit, das Aussehen und die Position der Gegner ändert sich nach jedem Tod des Charakters und nach dem Neustart des Spiels. Das ist sehr interessant. Prozedural generierte Elemente. Die Zukunft. Immer was anderes. Es wird nie langweilig. Sehr cool. Hier noch irgendwas? Gehen jetzt mal alles durch. Na ja, nix. Lass mal ja nix vergessen. Wie gesagt, es leckt ein bisschen. Aber es ist noch akzeptabel. Nur so kleine Hiccups. Protokoll 1, Mann 1, mach es dir bequem, Arschloch. Ja genau, das ist von der Szene, die wir hatten. Gut, aber mehr ist hier nicht. Ja, gut, dann gehen wir mal zurück. Nimm die Zigarette. Alright, enough smoking. Time to go on. Wow! Das hat sich nicht okay angehört. Das hat sich gar nicht okay angehört. Drei Kippen haben wir. Oh Gott! Du hast 7 Minuten, bis alles zu scheiße wird. Ich guck, lese mir, wir werden in 25 Minuten sterben. Wir! Es ist unvermeidlich, aber wir haben uns schon daran gewöhnt, nicht wahr? Was wichtig ist, ist das, was wir noch tun können, als ob etwas nach unserem Tod bleibt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir das als Waffe überhaupt nutzen können. Aber können wir das... Nee. Die ohne Erinnerung finden. Betritt das Labyrinth. Eine Musiker finden, die Wahrzeuge finden. Sie finden, Stimme entschlüsseln. Gott, das wird ja komplizierter, als ich dachte. Okay, aber hier ist nichts mehr. Und der unbekannte Mann, der mich zufälligerweise auch an Fallout 4 erinnert. Was? Hört ihr das? Irgendjemand hat noch nach Hilfe geschrien. Okay, die ist nebendran. Oh Gott. Ja, ein Psycho-Horror-Adventure fängt schon mal gut an. Also, los geht's. Auch keine Waffe. Ich schaff das auch ohne. Ich hab keine Angst. Ich hab einen Schuh. Mit dem Schuh geht's mir besser, vor allem stilvoller Schuh. Der ist so glatt, der tötet. Die Spalten bilden sich normalerweise in den Ecken, wo drei Oberflächen sich kreuzen. Es gibt zwei Arten davon, normale und schwarze. Normale kann man mit einem präzisen Wurf des Kammertons schließen, schwarze nur mit Hilfe von Musik. Was für Spalten? Was ist das? Das ist normal? Oh.
Dahinter ist der Unbekannte. Hast dich verraten. Oh Gott! Hä? Komm her. Dickman wohnt in diesem Teil des Gebäudes. Er ist Künstler oder Fotograf. Manchmal lässt er die Produkte seiner Kreativität an dieser Tür. Schau öfter vorbei. Seine Werkzeuge könnten nützlich sein. Okay, also wir klappern jetzt. Wir klappern jetzt jede Wohnung. Wo sind wir? Schu, komm mit. Sicher gehen? Okay. Das hat mich Claire erschreckt. Ist das normal? Da können wir noch gar nicht. Oh Gott, Mann, du schon wieder! Mann, ey! Jedes Mal das Gleiche. Mark Kind. Und hier sitzt noch ein verdammtes Wunder. Du benötigst etwas Besseres als nur eine Dietrich. Zwar kein Dietrich, es ist ein Schuh. Okay, dann versuchen wir die Tür. Auch. Okay, können wir einfach noch nicht rein? Never mind. Da ist irgendwas. Da ist eine Wand. Obwohl da 13 zu sehen ist. Ihr könnt mich nicht täuschen. Was ist? Ich hab das nicht gewollt. Check his pockets. Just you try that, scum. Shit. Oh, crap. Hold him tight. What have you done to them? Where are they? Will you shut up? Hey, Burke's Luck. He's a cop. Oh, damn. We'll have to end them. No. Let Griffith sort it out. Bring this stuff to his room. Also meine Befürchtung ist, ich glaube, das sind ja wir, der da gerade verprügelt wurde. Und der Unbekannte, der hier so rumwuselt, das sind wir auch wir. So meine Vermutung. Metal Headliners. Ah, da haben wir was. Okay. Ein Bericht über das Hochhaus, das erbaut wurde. Oh, it's tea time. Shit. Lecker. Noch ein Hut. Oh, eine Waffel. Wow. Hätte ich das nicht nehmen sollen? Oder wie ist es zu verstehen? Oh Gott, du da! Ah, so ein paar kleine Bugs sieht man, dass einfach die Schriften durchglitschen. Keine Ahnung. Du schon wieder, Mann! Ey, also, so langsam. Es ist die Zeit, verdammt, Wunder zu sehen. Ja, ja, das ist schon genug Wunder hier. Okay, gucken wir mal. Zimmer 11. Ja, können wir öffnen. Aha. Die Brunnen in diesem 65. und dem 70. sind immer noch leer. Veranlassen Sie, dass Hodge weitere Männer von Cummings bekommt. Die Brunnen. Na gut, ich kann mit meinem Dings, kennen wir ja von Don't Knock Twice. Aber, das Geräusch, ne? Hast du denn einen Schläger? Nein, der ist doch hinten! Wo ist er? An der Tür ist hängen geblieben! Oh nein. Easy. Ach, hier ist ja alles falsch rum, oder? Nee. Okay. Geht's einfach mal. Einen Raum nach dem anderen. Hallo? Ja, ich hör dich. Du Raucher, du. Kissen? Das fühlt sich... Das sieht ja echt weich aus. Ist aber leider nicht.
Das sieht echt schön aus. Diese Farben. Jetzt hättest du mich erschrecken können. Hast du aber nicht. Pech gehabt. Oh, Dunkelheit mag ich nicht. Ist das Blut? Och Mann, so viel Text. Auch Licht. Ach, Mr. Hodges, ich beauftrage Sie hiermit in kürzester Zeit stabilisierende Matrizen für jeden Raum des Gebäudes vorzubereiten. Sollte die strukturelle Gesamtheit der Konstruktion nach dem Abschluss gestört sein, schauen Sie darauf, dass genug Menschen in die Basis geschickt werden, um es zu stabilisieren. Für alle Schemata, bei denen die Knoten nacheinander geschaltet werden müssen, können Sie Neulinge schicken. Um komplexe Figuren zu verbinden, bereiten Sie Messwinkel vor. I don't get it. Matrizen heißt nicht Matratzen. Weg da, ich muss durch. Also jetzt macht ihr mir keine Angst. Das ist doch Quatsch jetzt. Was ihr hier so veranstaltet, hier mit dem Rumlaufen hin und her. Bleibt doch mal da, redet mit mir. Zigarette? Keine. Ah, da. Hier sammeln wir. Die Pokémons. Eine schöne Waffe. Nee, ich bleib bei meinem Regenschirm. Der gefällt mir. Hier ist nichts. Ja gut, wir haben immer eine Zigarette. Von daher hat das schon was gebracht. Ja, was? Da redet jemand. Ja, wir gehen aber noch hier rein. Hallo? Guten Tag. Warhammer. It's Hammer Time. Ich denke immer, das sind so Triggerpunkte. Aber eigentlich nicht. Der Grundriss. Okay. Freaking Regenschirm. Seife. Nicht. Keine Seife. Können wir das nehmen? Geil. Aber die ist ein bisschen groß. Dann gib mir lieber die hier. Die ist ein bisschen handlicher. Licht ist wichtig. Oh. Du verrätst dich immer. Immer in dem Moment raus, der eine. Das hört man doch. Siehst du diese Resonanzkugel? Das ist eine Art Anomalie. Du brauchst etwas, das seine Resonanz fängt. Geil. Resonanz fangen. Okay, okay. Kann das Resonanz fangen? Nein. Ich glaube, ein Hammer fängt auch keine Resonanz. Okay. Oh, ein Bunsenbrenner. Können wir den anmachen? Ist geil, dass man hier alles... Oh, das ist eine Ölkanne. Ist geil, dass man hier alles anfassen kann. Also wirklich alles kann man hier anfassen. Gut, das wahrscheinlich nicht, weil das zu schwer ist. Jack. Jetzt einfach mal Jack. Glaubst du nicht, dass hier etwas fehlt? Was soll hier? Desse? Weiß ich nicht. Fehlt da was? Gucken wir mal, ob er... Vielleicht müssen wir das ja aufschlagen. Nein. Nope. Nix aufschlagen. Etwas, das Resonanz fängt. Oh, da liegt ja was. Anamolische Wanderung 3. 6. März 1913. Wanderung beginnen. Wow, eine Minute. Nach der Übergang geklappt.
Nachdem der Übergang geklappt hat, fand ich mich an einem erschreckenden, aber interessanten Ort wieder. Es war ein unendlicher Gang, bei dem die Wände, Decke und Boden aus einem glänzenden Metall waren. An den Wänden war eine unendliche Reihe mit großen beschlagenen Kapseln, wie Fischaquarien. An jeder Kapsel sind mir nicht bekannte... Hallo? Geräte angeschlossen und eine Unmenge an Kabeln. Außerdem hat jede Kapsel einen Bildschirm, auf dem in komischer Schrift der Name sowie eine Anreihung von Zahlen, vermutlich das Geburtsdatum. Ich habe in der Hand drüber gewischt, in einer der Kapsel einen Menschen gesehen. Er war ganz nackt und an einem Körper waren zahlreiche Kabel angeschlossen. Oh je, wie Tentakel, ekelhaft. Es waren furchterflößend, aber was mich noch mehr erschreckt hat, war die Tatsache, dass der Mensch in der Kapsel Ähnlichkeit mit mir hatte. Es war so, als ob ich in einem Spiegel geschaut hätte. Ich schaute aufs Display. Es hieß, der Name ist Mattian. Und das Datum war 3... Boah, neue Ära. Ich habe... Also, 3382. 3382. Ich habe die Kapsel eine nach der anderen angesehen und... studiert und dabei die Gesichter der Menschen angesehen. Und wenn die Info immer eine andere war, so hatte die Gesichter immer dieselben Züge. Meine Züge. Außer der Menschen waren in diesen Kapseln auch Tiere, Vögel und Fische und sogar Pflanzen und kleinste Organismen. Boah, was hat er geraucht? Und wenn die natürlich keine menschlichen Züge hatten, so habe ich trotzdem eine Verbindung gespürt. Und dann habe ich verstanden, dass alle Körper und Tiere in den Kapseln nichts anderes waren als ich selbst. Alle meine Leben, die ich je gelebt habe oder je leben werde. Ich weiß noch, ich stand vor einer Kapsel und habe durch einen Drang einen Knopf gedrückt, befand mich plötzlich auf der anderen Seite der Scheibe. Ein greller Blitz. Und ich sah eine wundersame Welt. Ich konnte es nicht genau erkennen. Das Bild war umgedreht. Ein Aufschrei eines Neugeborenen. Mein Schrei. Vielfältige Persönlichkeit nutzt Fremderfahrung im eigenen Interesse, leicht lernfähig, kann Gefahr darstellen, muss in erster Linie beseitigt werden. Okay. Richtig interessant. Also da hat jemand wirklich eine blühende Fantasie. Braucht man auch bei so einer Art Spiel? Ob das noch irgendwie noch Bedeutung haben wird, ob wir das selber dann herausfinden werden, können wir damit das einfangen? Nein? Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich weitersuchen. Wir brauchen irgendwas zum Fangen. Bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Ja, mal. Mann, Jack! Ich höre dich jedes Mal! In ungefähr einer halben Stunde sterben wir. Das ist unvermeidlich. Aber wir haben uns daran gewöhnt, oder? Was wichtig ist das, was wir tun können. Also etwas nach unserem Thema tot bleibt. Das hatten wir doch schon. Da kann ich nicht rein. Personal. Elektrizität? Auch nicht. Okay. Dann... wieder zurück. Da waren wir. Diese Geräusche, ey. Oh, Licht aus. Mag ich gar nicht. Und das bringt uns gar nichts. Ne, da gehe ich nicht rein. Von da kommen wir auch, glaub eigentlich. Das war ja unser Zimmer. Geballere. Mist, da kommen wir nicht rein. Ich wollte doch mitmachen. Okay, vielleicht müssen wir in unseren Gedankenkonstrukt zurück und vielleicht einfach die Informationen, die wir gesammelt haben, zusammenzutragen. Probieren wir jetzt einfach mal aus.
That's better. So, okay. Was haben wir? Let's see what can be done to work. Mhm. Wir haben hier und da. Jack. Rauchen ist eine schlechte Gewohnheit, das stimmt. Aber es hilft uns, uns zu beruhigen, nicht wahr? Wir können uns in unserem Kopf von Dingen verstecken, die in der Realität eigentlich gar nicht existieren. Dies ist unsere Zuflucht. Dort ist sicher. Versuch es häufiger zu besuchen. Die Zeit ist dort eingefroren. Und dafür solltest du dich mit dem Zigaretten versorgen. Ich rate dir, von Mitternacht danach zu suchen. Ich rate dir, vor Mitternacht danach zu suchen. Wenn wir das jetzt da irgendwo hinhängen, nein. Da ist noch irgendwie ein Zettel. Ne, das hatten wir. Aber bis jetzt haben wir noch keine Info, was zu fangen. Protokolle werden hier gesammelt. Ah, und hier sind Befunde. Okay, also mehr ist hier nicht. Dementsprechend gehen wir mal wieder zurück. Alright, enough smoking. Time to go on. Okay. Können wir... Ja, können wir. So, jetzt rein hier. Ja. War klar. Kein Strom. Aber vielleicht ist hier irgendetwas. Hier ist nichts. Oh Gott. Was? Also bis jetzt komme ich noch nicht wirklich weit. Irgendwas fehlt mir hier. Muss ja diese Kugeln hier. Oh Mann, Jack. Ne, es war nicht Jack. Es war Hinge. Das leuchtet grün. Oh. Hm. Ne, bringt mir nix. Licht geht auch nicht an. Oh Mann. Ist das jetzt aufgegangen? Oh. Okay. Das ist spooky. Das ist sehr spooky. Das ist quasi... Aha! Parallel. Oh. Wow, du hast den Basis erreicht. Dies ist ein Labyrinth, das verdammt gefährlich ist. Es ist wichtig, zwei Dinge zu wissen. Das Labyrinth ändert sich, aber es hat eine Struktur. Du benötigst eine Karte und etwas, um dich Notizen zu machen. Ein Notizblock oder so ähnliches. Und sei vorsichtig, hier gibt es nur ein wirres Durcheinander. Okay. Geil. Fortschritt. Hier ist alles wie anders. Von der Farbe her. Oh, die Fenster sind zu. Aha. So eine komische Substanz. Oder Vision, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Die Score hat sich verändert. Aber immerhin ist es hell. Damit kann ich leben. War heller als dunkel. Hat ja aber. Okay, gehen wir da durch. Ja, ich verstehe, warum es jetzt Labyrinth heißt. I see. Dann wäre es Chaos. Ja, da können wir rein. Ich will nach System gehen. Oh, das ist nice. Das ist richtig cool. Oh, was ist da? Okay.
Dann gehen wir jetzt durch die Tür. Wir müssen ein System haben. Okay, rot, rot. Roter Raum. Roter Raum, gehen wir mal hier rein. Okay. Das scheinbar sieht richtig aus. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Oh Gott, Jack! Also sei vorsichtig. Der verdammte Akupanist macht seine Benefizvorstellung direkt vor dieser Tür. Hast du jemals eine Musik gehört, die dir den Tod bringt? Was? Diese Melodie lässt dich sehr schnell sterben. Wenn du es nicht willst, sollst du die Stimmgabel so schnell wie möglich finden. Halt es gedrückt, um unverletzt zu sein. Aber bleib nicht lange unlang. Und befindet sich eine Tür. Fürchte dich nicht. Wir haben es doch 100 Mal getan. Okay, der Sound des Todes scheinbar. Da werden wir also reingehen. Aber erst in der nächsten Folge. Und ich denke mal, wir werden weitermachen. Hinge VR hört sich echt gut an. Und sieht auch gut aus. Abzuatmet. Hinge in VR. Hinge VR. We are in dem Chaos, in dem wirren Chaos. Bis jetzt gefällt es mir echt ganz gut. Es ist mysteriös. Vom Horror-Feeling habe ich jetzt noch nicht viel gespürt, obwohl ich da schon ein bisschen Muffen sauer bei der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, da kommt noch mehr. Spätestens in der nächsten Folge, wenn wir durch diese Tür gehen und zum Sound des Todes, Melodie des Todes, wir werden sehen, ob wir das gut schaffen, gut bewerkstelligen können und was noch für Geheimnisse dahinter stecken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und euch hat es gefallen, lasst ein Like da. Euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.